Sind Webinare wirklich nur für Profis, die viel Ahnung von Technik haben? Hallo, mein Name ist David Zeffer. Was sind Webinare? Webinare sind Online-Seminare, die wir also abhalten, wo wir an unserem Computer Dinge teilen und diese können dann andere Teilnehmer eben mitverfolgen. Wir können somit also Vorträge halten, die wir sonst vielleicht in Seminaren halten, so vor Ort, können wir jetzt alles online machen. Das heißt, ein großer Vorteil, wir müssen nicht mehr weite Wege fahren, um Menschen zu erreichen. Doch das Problem bei Webinaren ist, beziehungsweise es ist eigentlich kein Problem, aber viele sehen es als großes Problem und deswegen habe ich dieses kurze Video jetzt hier für dich aufgenommen, weil, wie du vielleicht weißt, ich bereite gerade mein nächstes Webinar vor, in dem geht es um Webinare und zwar es geht um die ultimative Webinar-Formel, in der ich dir zeige, wie du in 28 Tagen Geld mit Webinaren verdienst, egal ob als Affiliate oder mit eigenen Produkten. Selbst wenn du blutiger Anfänger bist und keine Ahnung von Technik hast. Und das ist genau der springende Punkt. Viele sind abgeschreckt von der Technik. Und ist das wirklich ein Nachteil heutzutage, die Technik? Ich sage nein. Warum? Mittlerweile gibt es viele Anbieter da draußen, mehr als vor vielen Jahren, die es sehr, sehr einfach machen, ein Webinar zu erstellen. Beispiel. Ja, ich nutze sehr, sehr gerne YouTube Livestream. Also ich starte einfach in meinem YouTube-Kanal einen Livestream, dann teile ich meinen Bildschirm und das Ganze ist in wenigen Klicks gemacht. Ja, ich habe dazu ja auch schon mal eine Anleitung gemacht. Ich werde also auch die Anleitung hier nochmal verlinken oder du findest die Anleitung hier auch auf der Seite, wo du gerade bist, wo ich dir gerade zeige, wie ich so ein YouTube-Livestream, viele sagen auch Google Hangout, dazu starte. Und das ist schon alles, ja, denn du hast ja auch auf YouTube die Möglichkeit, dann mit deinen Teilnehmern, die dir zuschauen, auch zu kommunizieren, weil es gibt ja noch den Chat. Das ist das Einfachste, was es gibt. Also musst einfach nur einen Termin festlegen und dann kannst du zu einem bestimmten Termin live gehen oder du sagst, du gehst sofort live. Dann gibt es sehr viel Software da draußen, die du nutzen kannst. Ja. Du kannst auch, wenn du sagst, nee, ich traue mir das noch nicht zu, direkt live ja, vor in der größeren Gruppe von Menschen eben online zu sprechen, kein Problem. Es gibt heutzutage auch die Möglichkeit, Webinare als Video aufzunehmen. Sogenannte automatisierte Webinare. Das heißt, in dem Fall lädst du einfach ein Video hoch. Dazu gibt es auch Anbieter. Welche Anbieter erfährst du in meinem kommenden Webinar? Auch diesen Link findest du hier auf der Seite. Melde dich für dieses Webinar an. Dann verrate ich dir auch, welche Anbieter ich nutze. Und dort lade ich einfach dieses Video hoch. Lege einen bestimmten Zeitrhythmus fest, also ein Zeitintervall, wann dieses Video halt immer wieder abgespielt wird. Ja, ich kann das also quasi jeden Tag machen. Ich kann das auch mehr oder weniger vormittags und abends machen. Das läuft immer automatisch und jeder, der auf meine Webseite kommt, kann sich eben für dieses Webinar anmelden. Kann also einen Termin aussuchen und ich muss nicht mehr live eben im Webinar selbst sein, sondern das läuft alles automatisch über dieses Video. Okay, da gibt natürlich auch einen kleinen Nachteil, weil man ist natürlich nicht live da, um jetzt Fragen zu beantworten, aber du musst eben du musst jetzt nicht mehr selbst live die Webinare halten, das heißt, du hast auch keine Versprecher, denn du hast ja ein Video, du kannst ja in dem Video zum Beispiel auch Versprecher rausschneiden. Und der nächste Vorteil ist, du kannst jetzt dein Webinar rund um die Uhr halten. Also wie schon gesagt, du musst jetzt nicht mehr live dein Webinar halten, sondern es kann wirklich rund um die Uhr laufen, jeden Tag, quasi zu jeder Stunde. Also ist auch ein Vorteil gegenüber live. Ich nutze beides, automatisierte Webinare und Live-Webinare. Und für beides gibt es Software. Ja, die das sehr kinderleicht macht, so ein Webinar zu halten. Vielleicht fragst du dich, okay, klingt alles sehr, sehr schön und gut, aber was ist mit den Inhalten? Was soll ich denn überhaupt präsentieren? Du fragst dich vielleicht auch, okay, wie mache ich das mit der Werbung? Wie bekomme ich überhaupt Teilnehmer und wie bekomme ich diese, die sich jetzt anmelden für mein Webinar, auch dann direkt zu diesem Termin? All diese Fragen ja, beantworte ich in meinem kommenden Webinar mit dem Titel Die ultimative Webinar-Formel.
melde dich für dieses Webinar an und da kannst du mir live über die Schulter schauen, wie ich persönlich Webinare halte. Du kannst also, das ist der Vorteil, du siehst quasi auch eins zu eins den Prozess, den ich selbst nutze, von der Anmeldung, also von der Registrierung über die Erinnerung und so weiter bis hin zum Webinar, und du siehst auch selbst im Webinar, wie ich mein Webinar strukturiere, und du kannst also auch live mitverfolgen, was passiert nach dem Webinar. Wenn dich das interessiert und du willst Geld verdienen, Webinare sind wirklich die perfekten Verkaufsmaschinen, und nochmal, egal ob du eigene Produkte hast oder Produkte als Affiliate, melde dich für das Webinar an. Und nochmal, mach dir keine Sorgen über die Technik. Auch dafür habe ich nochmal eine Lösung in meinem Webinar. Aber du erfährst wirklich von mir Anbieter, die es kinderleicht machen, so ein Webinar zu erstellen. Also das ist heute wirklich nicht mehr die große Frage. Ich hoffe, ich konnte dich nochmal überzeugen. Sei pünktlich im Webinar. Ich freue mich darauf. Schau auch in dein E-Mail-Postfach. Falls du schon registriert bist für das Webinar, dann schicke ich dir auch nochmal genau den Link zu dem Webinar, das, also auch Datum, Uhrzeit, wann wir das Webinar haben. Und ich freue mich natürlich riesig darauf. Ich werde noch ein bisschen an der Präsentation hier weiterarbeiten und wir sehen uns dann also in Kürze im Webinar. Also bis dahin, alles Gute, dein David Zaffer.